Ho, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda Twilight Princess. Ich bin Kyurex, aber ihr könnt mich auch gerne den Schreinermeister nennen, wenn ihr das möchtet. Denn in diesen Schrein werde ich mich jetzt irgendwie reinmeistern müssen, aber ich weiß noch nicht so genau wie. Ich sehe den Eingang und ich sehe die Blubberblasen da drunter. Ich habe schon eine Bombe draufgelegt. Sagt mal, sind das... Wow, ist das eben auch schon passiert? Sind das mehr als das letzte Mal? Habe ich das freigesprengt? Ich habe hier schon eine Bombe draufgelegt. Ich probiere es jetzt einfach nochmal. Ich kann jetzt im Notfall neue kaufen. Ah ja. Okay, 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 okay. Das ist ja ein Ding. Böms. Ah, war zu weit weg. Aber ich glaube, so geht es trotzdem. Das ist ja ein Ding. Ich habe das gar nicht so richtig kapiert, was ich da das letzte Mal gemacht habe. Aber ich habe offenbar die Blubberblasen so ein bisschen freigesprengt. Ja. Und jetzt komme ich rein. Sehr cool, alles klar. Dann kann ich die Stiefelchen ausziehen, mich ein bisschen nach oben treiben lassen und dann gehe ich in den Schrein rein. So, und ich hoffe, es gibt einen ganz coolen Gegenstand. Ich wurde mehrfach vor diesem Schrein gewarnt, dass er ganz furchtbar sein soll. Ich nehme an, das liegt vor allem daran, dass es eben ein Wasserschrein ist. Aber ich will mal, also ich kann jetzt keine Waffen ziehen, ich versuche das gerade. Aber ich will mal jetzt guter Dinge sein. Vielleicht wird es ja gar nicht so schlimm. Vielleicht wird es ja ganz okay. Er soll sehr lange dauern, habe ich gehört. Vermutlich, weil eben diese Wassermechanik doch sehr langsam ist. Okay, da ist schon ein erster Gegner. Und ein zweiter Gegner. Ja, wie soll ich mich denn gegen die wehren? Das frage ich mich doch mal. So, ich muss trotzdem hier auch unten lang gehen. Ja, der hat mich getroffen. Aber ich möchte nicht gleich am Anfang irgendwelche wichtigen Schlüssel übersehen. Ihr kennt das ja bei Zelda-Spielen. Also, das passiert da doch ganz leicht, dass man das Schlüssel übersieht und dann ewig lang im Dungeon herumirrt und nichts findet. Nur weil man ganz am Anfang vielleicht mal ein Schlüsselchen übersehen hat. So, halt genau deswegen werde ich mich kurz hier fallen lassen. Auf diesem Vorsprung ist auch nichts. Nein. Gut, weiter geht's nach oberen. Schnell daran vorbei. So, okay, wir sind am Eingang angekommen, wie es aussieht. Glücklicherweise nicht alles voller Wasser. Das ist schön. Seeschrein. Oh, cool. Alles klar. Schön raus mit mir. Mir wurde gesagt, ich muss dringend aufpassen. Ah, schaut mal. Die erste Truhe. Und wir haben... Du hältst 10 Wasserbomben. Diese Bomben kannst du auch unter Wasser verwenden, wenn du auf festem Grund stehst. Ja, sehr schön. Öffne mit Minus den Itembildschirm, lege sie auf B, drücke im Laufen B oder A, um die Bomben zu werfen. Na gut, erstmal möchte ich den Schleim hier umbringen, denn er ist nicht mein Freund. Achso, es geht ja, die brauchen ja immer nur einen Schlag. Und jetzt, tschüapp. So. Puh, alles klar. Und tschüapp. Also dieser Sprungangriff, der war noch nie wirklich hilfreich für mich, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich muss mal ganz kurz gucken, wie viele Flaschen ich überhaupt leer habe. Keine. Na gut, aber vielleicht sollte ich dann doch irgendwann mal mir so ein Gelee da irgendwo reinfüllen. Denn es hat eine andere Farbe als das Öl und es könnte sein, dass es dann auch andere Effekte hat. Und ich müsste das eigentlich mal ausprobieren. So, also da ist noch eine Truhe. Ich frage mich halt, ob das jetzt wieder Wasserbomben sind. Ich will nicht alles verschwenden, aber ich muss einfach mal testen. Nee, Pfeile. Sehr schön. Pfeile kann ich hier also auch verwenden. Oh, du kleiner Schleim, warum bist du so frech? Mann. So, und jetzt müsste ich... Also man sieht hier hinter irgendwie Schalter... Sieht zumindest sehr aus wie Schalter, aber ich kann auch einfach das hier mal ziehen. So, und welcher, wie hier? Eine Tür. Hallo Tür, du bist wunderschön aufgegangen. Ich liebe das. Und jetzt gehen wir mal hier hoch. Ja, schön die Treppe hochgerollt, dass dem das nicht wehtut, ne? So, und testen mal. Oh, wieder der stärkste Mann der Welt. Und wir sind im dritten Dungeon so richtig angekommen. Ja, erstmal so ein bisschen umschauen. Also, ich glaube, ich werde jetzt erstmal den Bogen ausrüsten. Kann... Hä. Das sieht so aus wie Schalter, aber es sind wahrscheinlich wirklich einfach nur, Fackeln. So, ich schätze mal, ich muss hier jetzt runterspringen. Das mache ich nicht gerne. Huch! Hä? Wie ist das denn passiert? Ah, das war gefährlich. Schätze, du solltest zuerst die Stalaktiten herunterholen, die da von der Decke hängen. Die sehen mir viel verdächtig locker aus. Und wenn du die nur ein ganz klein wenig anstößt, kommen sie bestimmt sofort herunter. Okay, du kleine Mittner, du. Dann werde ich das mal... Hallo, wo ist mein Bogen? Da ist er. Dann werde ich das mal mit meinem wunderschönen Bogen machen. Achtung, plung. Oh, plung. Hä? Ach so, vielleicht mit Bogen, mit Bombenpfeilen. Aber ich habe doch nur... Oh, ist das jetzt schlecht? Ich habe doch nur,
den, nee, ich glaube, ich... Doch, Kombi mit Bogen geht, auch mit den Wasserbomben. Na gut, dann machen wir das mal. Hä? Das war nicht der richtige Knopf. Ja, jetzt habe ich ihn. Okay, dann werde ich wohl diese verschwenden müssen, so ein wenig. Ja, so geht es aber. Okay. Ist ein bisschen Verschwendung von meinen wertvollen Bombenpfeilen. Beziehungsweise den Wasserbomben, denn die werde ich hier bestimmt noch einige Male brauchen. Aber ich hoffe, ich werde wieder mit welchen ausgestattet, wenn sie mir ausgehen sollten. Na gut, also, ich werde trotzdem jetzt lieber wieder den normalen Bogen einsetzen. Ach so, ah, ach so, hier, ich dachte, ich falle hier runter. Das war ja viel einfacher als gedacht, na gut. Aua. Ach, das sind diese Dinger. Wie heißen die? Ich habe gerade erst mit Abanor drüber geredet, wie die Dinger heißen. Helmeppo. Nein, so heißen die nicht. Ich habe den Namen vergessen. Aber, ja. Das sind, die gibt's hier seit, Link to the Past. So, vielleicht sogar schon früher, da bin ich mir jetzt gar nicht ganz sicher. So, komm her. Ja, so geht's natürlich nicht. Ich muss die von der Hinterseite angreifen. Ach, Mann. Achso, vielleicht geht's so schneller. Ja, so geht's schneller. Ja. Ich wollte eigentlich zur Seite springen. Ah, kommt schon. Ah, jetzt geht's. Huiuiui. Na gut. Ja, wenn es so eng ist, dann geht das nicht so besonders gut. Ah, das kann ich aufheben. Alles klar. Ist also ein Gewicht, damit kann ich bestimmt Schalter und ähnliches aktivieren. Gut, muss man sich erstmal ein bisschen dran gewöhnen, aber meinetwegen, das kriegen wir schon hin. Alles klar. Und jetzt nehmen wir das mal mit hoch, ja? Wollen wir? Ich glaube schon. Kann man das überhaupt mit hochnehmen? Und ja, das geht. Mann, geh da hoch. Achso, es gibt keinen Aktivierungsknopf dazu, dafür. Ist ja manchmal so. Manchmal muss man einen Knopf zum Aktivieren drücken. Manchmal ist es auch nicht so. Da muss man... Okay, das geht jetzt nicht ganz nach oben. Zumindest nicht so einfach. Gucken wir erstmal, ob wir das überhaupt brauchen, bevor ich es mir übermäßig schwer mache. Ja, den Weg zurück haben wir auf jeden Fall schon gefunden. Hui! Okay, Glück gehabt. Alles klar. Also wir brauchen den unteren auf jeden Fall schon mal nicht. Das ist gut zu wissen. Gut zu wissen. Schön hier hoch. Jetzt möchte ich nochmal gucken, ob ich noch mehr Stalaktiten darunter holen kann. Das sieht zwar aus, als könnte man es kaputt machen, aber ich glaube es eigentlich nicht, da es nicht fallen kann. Das wird mir keinen Weg freischalten. So, und dann gehen wir einfach mal hier rüber. Ja, geh mal hoch, du kleiner, starker Link. Also diese Rüstung gefällt mir ja unglaublich gut. Die ist unglaublich cool. Ich finde es ziemlich cool, dass man sich endlich getraut hat, so ein bisschen von der alten Link-Rüstung etwas wegzukommen. Aber ich muss sowieso sagen, dass mir das Design... Ah ja, ich habe neue Wasserbomben, das ist schön, dass das Design dieses Spiels, dieses Zelda-Spiels, mir bis jetzt von eigentlich allen mir bekannten Zelda-Spielen am besten gefällt, weil es eben so etwas erwachsener ist, etwas düsterer, etwas cooler. Doch, doch, das ist schon richtig cool. Alles klar, da hinten komme ich so, glaube ich, nicht hin. Wahrscheinlich muss ich da, ob ich da von oben irgendwie rankomme, weiß ich jetzt noch nicht. Also ihr seht, da ist ja dieser Topf, ja, seht ihr den? Oder ist das sogar... Ne, sind zwei Töpfe. Irgendwie kommt man da sicherlich auch hin. Aber ich werde jetzt erstmal einfach weiterschauen. So. Okay. Eine große Brücke. Also bis jetzt mag ich dieses Level-Design eigentlich auch ganz gern. Ich meine, es wird bestimmt noch einige gemeine Stellen kommen. Werden noch einige gemeine Stellen kommen. Aber bis jetzt vom Design allein her, also vom Aussehen dieses Levels, finde ich das schon relativ cool. So, wir ziehen mal lieber die Waffe. Okay. Die kennen wir ja schon aus allen möglichen Zelda-Spielen. Schildattacke. Huah. Hä? Ich wollte es eigentlich gerade machen. Ich habe wieder mit der Faust gegen den Tisch geschlagen. Achso, ich glaube, ich muss noch erstecken. Ah, da muss ich mir mehr Platz verschaffen, denn mit der Wii-Steuerung habe ich in meiner kleinen Aufnahmekamera wirklich so ein kleines bisschen Probleme. So, ich glaube, ich bin von unten gekommen. Denn man muss ja doch schon relativ hektisch hiermit teilweise kämpfen. Und so gerade nach vorne, da schlage ich gegen meine Schublade und es tut total weh in der Hand. Kennt ihr das, wenn ihr mit der Hand gegen Schubladen schlagt, bis es dann weh tut? Ich schon. So, tja, ein bisschen Geld eingesammelt. Ah ja, okay. Hier könnte man sich theoretisch auch entlanghangeln, nehme ich mal an. Aber, ich komme da nicht hoch. Ich nehme inzwischen schwer an, dass der Gegenstand dieses Schreins vermutlich der Enterhaken sein wird.
denn das ist schon die zweite Stelle, bei der ich nicht genau weiß, wie ich da überhaupt hinkommen soll. Und der Enterhaken, der ermöglicht sowas ja normalerweise. So, also ich will jetzt erstmal hier dran springen. Hä? Hallo? Wie mache ich das? Ich könnte natürlich einfach so versuchen. Nee. Auch das ist vielleicht etwas, was man... Weil er springt halt nicht. So komme ich da nicht dran. Vielleicht müsste... Obwohl, doch, springen. Da stand gerade springen. Hä? Ach so, das war aber nur, weil ich rückwärts gedingst bin. Ja. Nee, so geht es nicht. Ich schätze mal, auch das muss ich irgendwie mit dem Enterhaken greifen oder so. Also ich gehe jetzt erstmal davon aus. Es ist also ein Rätsel. Es ist nicht gedacht, dass ich das sofort verstehe hier. Und das hier ist vermutlich ganz genauso. Ja, kann ich so nicht einfangen. Linky ist schon ganz schön sportlich mit seinem Rückwärtssalto. Alter Verwalter, der hat aber was drauf. Ach man, dieser Angriff trifft ja wirklich nie. Also ich meine, natürlich, den muss man richtig timen. Aber man ist schon sehr, sehr verwundbar mit diesem Angriff. Das ist überhaupt nicht verlockend, den zu benutzen. Das ist schade, denn... Denn in Ocarina... Doch, jetzt geht's. Ocarina of Time war das eigentlich mein Lieblingsangriff immer. Aber macht nichts, wir kriegen das schon hin. So, hier ist noch eine Truhe. Die machen wir auf wie ein Großer und wir haben ein paar Pfeile gefunden. Die machen uns viel Spaß und Laune machen die. Damit schießen wir Dinge ab. So, nochmal kurz gucken. Ach ja, hier ist auch so ein Teil. Diesmal habe ich es aber geschafft. Ah, okay. Und es dreht sich etwas im Leben. Alles klar. Muss ich mich jetzt... Ah ja, okay. Ah, ich verstehe. Ich hatte zwar noch andere Ausgänge hier, aber ich glaube, ich schaue mir erstmal das hier an. Da ist auch irgendwie ein Ziel, sehe ich gerade. Ich habe ein Ziel im Leben. So. Nee, aber ich glaube, es geht so nicht. Ist das nur irgendwie... Sowas haben wir auch schon gesehen, oder? Habe ich das verfehlt gerade? Ja, ja, sowas habe ich schon bei dieser einen Truhe unter einer Brücke war das, glaube ich, gesehen. Schätzungsweise ist das auch mit dem Enterhaken. Au, was ist da passiert? Man kann diese Treppe nicht hochrollen. Warum? Warum nur? Mann, du blöde Treppe, ich wollte dich doch hochrollen. So. Also Drehspielchen gibt's hier. Bams. So, alles klar. Wir üben so ein bisschen einfach den Kampfstil von diesem Schlag und dann geht es alles gut. Das ist auch nur ein... Moment mal. Ich gehe einfach mal hier raus. Einfach zu Testzwecken. Es gibt so viele Ausgänge hier. Man muss es einfach ausprobieren. Und... ich habe ja das letzte Mal so gemacht, dass als ich ewig lang nicht weitergefunden hatte, habe ich einfach euch das ein bisschen zusammengekürzt, sodass es dann noch irgendwie erträglich war beim Zuschauen. So, hier sehe ich jetzt aber nicht, wie es weitergeht. Das sieht so ein bisschen aus wie ein Wasserrad. Also vielleicht muss man da irgendwie Wasser aktivieren, damit es da runterfließt und sich dann das Tor öffnet. Würde ich jetzt mal so behaupten. Geht vermutlich über eine Mechanik, die ich jetzt noch nicht aktivieren kann. So, deswegen gehe ich jetzt erstmal hier weiter und schaue, was es hier oben noch so gibt. Warum habe ich eigentlich das jetzt gedreht? Weil ich das jetzt aktivieren kann, oder wie? Denn jetzt kann ich ja von oben hier dran springen. Nee, gerade hier nicht, sondern an der anderen Stelle. Da drüben kann ich jetzt von oben dran springen. Aber die Ausgänge haben sich, glaube ich, eigentlich gar nicht geändert. Nimm mal deine Waffe, kleiner Link. Okay. Das ist wieder ein Ausgang, den ich noch nicht hatte. Ich bräuchte einen kleinen Schlüssel dafür. Den habe ich nicht, deswegen ramme ich zweimal mit dem Kopf dagegen. Nee, nur einmal. Nee, zweimal. Und kriege es so nicht auf. Was bist du denn? Ach so, das ist doch ihr. Guck mal, ich kenne dich doch. Hallo, na du? Das wollte ich euch irgendwann noch zeigen. Puh, endlich draußen. Ach, der nette junge Mann von neulich. Schön, dich zu sehen. Reisen wir doch ein Stück gemeinsam, wo wir uns nun schon wieder getroffen haben. Gib mir einfach Bescheid, wenn du raus willst. Jederzeit. Du hast das unheimlichste Wesen wieder getroffen. Mit ihrer Hilfe kommst du aus dem Dungeon heraus und wieder herein. So, Rufe mit Hilfe, bla 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 bla, kennen wir ja schon. Ich würde euch das nochmal zeigen irgendwann, denn ihr wollt sicherlich sehen, wie das aussieht. Ist wirklich ein bisschen unheimlich. Okay, wir haben hier noch so einen Schalter. Sollte ich das vielleicht mit einem Bombenpfeil irgendwie aktivieren? Oder was? Denn ich habe ja immer wieder neue Bomben bekommen und... Nee, also das glaube ich eigentlich nicht. Ich kann es mal einmal ausprobieren. Ich glaube das aber eigentlich nicht unbedingt. Komm, dreh dich mal nach oben und zwemm. Nee, das geht anders. Da habe ich irgendwas, also ich tippe immer noch auf den Enterhaken. Das würde alles total zusammenpassen. Ich fände das super logisch.
Ich nehme das mal hier drauf. So. Und jetzt versuche ich erstmal die unteren Gänge. Also ihr wisst ja, diese Dungeons, die dauern in dem Spiel doch sehr lange. Das heißt, ich werde eine Weile brauchen, bis ich meinen Weg hier durchgefunden habe. Aber, naja, also ich finde das eigentlich schon ganz cool. Es spielt sich wirklich so anders als die 2D-Zelda-Spiele, ne? Also in denen man wirklich gar nicht so besonders lange sitzt, pro Dungeon. Das geht relativ flott vorbei. Mich persönlich stört das auch gar nicht. Na, zieh schon die Waffe. Okay, komm her. Hast du davon, Mann? So, und hier haben wir wieder so ein Wasserrad. Also, ich nehme an, dass es eins ist. Kommen wir auch noch nicht weiter. Oh je. Oh je, Mini. Oh je, Mini. Ist das alles kompliziert. So, ach so, und wir haben... Ja, ja, also hier an einigen Stellen kommt man durch, an anderen Stellen kommt man nicht durch. Ich glaube, hier kann man sogar nach unten durchklettern. Ah, guckt euch das mal an, ich habe eine Truhe übersehen. Und zwar muss ich dazu die Treppe nochmal drehen und zu dem unteren dieser Eingänge kommen. Aber hier kann ich auch nach unten klettern. Oh, das war überhaupt nicht gewollt. Okay, gehen wir lieber da heraus. Das sind, boah, ganz fiese Piranhas. Ganz fies. Aber ich glaube, die kann ich auch wahrscheinlich... Moment mal, seid ihr jetzt... Die kann ich vermutlich dann einfach wegsprengen, nehme ich mal an. Ja, das nehme ich gerne, das Herz. Ich muss vermutlich auch hier noch ganz nach unten gehen, aber ich möchte erstmal gucken, dass ich diese Truhe bekomme. Hm. Also was ich hier so ein bisschen vermisse im Vergleich zum Zelda-Teil ist... zum Zelda. Also das hier ist ja nicht Zelda, das andere wäre Zelda. Ihr wisst ja, wovon ich rede. Nein, zum Ocarina of Time-Teil ist tatsächlich, dass Navi ja immer Tipps gegeben hat, wie man die Gegner besiegen sollte am besten. Und Midna interessiert sich ein Scheiß dafür. Die sitzen da auf meinem Steuerkreuz mit ihrem kleinen Köpflein und guckt so ein bisschen und lächelt. Also, natürlich, sie hat ja Tipps gegeben, zum Beispiel bei dem Tjost und bei bestimmten Bossgegnern und so, da sagt sie schon, was Sache ist. Aber so ein bisschen die freiwillige Zusatzinfo, das hätte ich schon ganz cool gefunden. Aber man kann nicht alles haben. Das Leben ist kein Wunschkonzert, es sei denn, man ist auf einem Wunschkonzert, denn ist ein Teil des Lebens ein Wunschkonzert, nämlich das Wunschkonzert, auf dem man gerade ist. So, ich gehe jetzt mal hier lang und dann, die Truhe habe ich ja geöffnet, dann werde ich jetzt nochmal die Treppe versuchen zu drehen. Und zwar in jene Richtung hier, wenn das denn geht. Dann dürfte ich eigentlich zu der Truhe kommen. Nein, es geht natürlich nicht. Hä? Na gut. Dann drehen wir sie halt nochmal ganz anders. Wird schon irgendwie gehen. So, und zwar... Ah! Mann! Alles klar. Also ich glaube, ich weiß so langsam, warum gesagt wurde, dass dieses Level lange dauert. Man muss lange überlegen, wie man sich eigentlich die Treppen drehen muss. Also ich glaube, ich muss jetzt erstmal das hier machen, bevor ich irgendwo hinkomme. Weiß jetzt allerdings auch nicht, ob ich mir jetzt dadurch überhaupt irgendwie richtig was freigespielt habe. Das ist ja der Ausgangszustand, richtig? Ich glaube ja. Und ich denke, jetzt müsste ich aber hier an die Truhe kommen. Ha, ja, sehr gut. Puh, immerhin. Alles klar, ich schätze mal, das ist entweder Kompass oder Karte. Und wir haben die Karte. Ja, sehr schön. Das ist schon mal eine kleine Hilfe. Aber dieses Drehlevel hier macht es dadurch nicht unbedingt viel einfacher. Jetzt ist die Frage, sollte ich besser die Piranhas unten töten und gucken, ob ich da hinkomme? Mach das mal. Schlag schon zu. Oder sollte ich... Sollte ich erstmal... Ich probiere erstmal diese Türen hier aus. So, da geht es weiter. Ja, machen wir das mal. Okay, alles klar. So, du gehst mal schön hier dran vorbei. Ich mach so und so. So. Ja, also der Zwirbelschlag ist meine große Hoffnung in dem Spiel. Denn alles andere geht mir tatsächlich mit der Steuerung etwas zu langsam. Muss ich mal schütteln, 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 schütteln wie ein Verrückter. Ja, aber der Wirbelschlag, der ist schon eine große Hilfe. So, also ich habe mich offenbar gerade dafür entschieden, hier weiterzugehen. Okay, das ist sicherlich nur der Rückweg. Okay, aber ich gehe trotzdem mal hier entlang. Okay, da unten ist ein Tektite und es gibt ganz viele Dinge, die wir uns angucken können. Was soll das, frage ich mich da. Sollte ich das einfach mal ausprobieren? Nee. Ah, okay. Er läuft dran vorbei, tatsächlich.
Komm mal her. Trap! Huch. Trap. Ah, trap, trap. Okay. Hier. Das sind überall so Geysire und da kann ich in der Mitte hochklettern. Ist da noch eine Truhe oder sowas an der Seite? Das müsste ich auch nochmal ganz kurz abchecken. Nee, es ist nur ein Weg. Na. Ich sehe jetzt keine Truhe dazwischen. Man kann hier hochklettern und an der anderen Seite wieder runter, glaube ich. Ach, guck mal, da sind sogar Magneten schon wieder. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass die es nochmal für ein Level verwenden, diese Magneten. Aber an der Decke klebten da gerade, glaube ich, welche. So, na gut. Eieiei, das muss erstmal alles hier durchschaut werden. Okay, und da komme ich auf jeden Fall zurück. Entweder, nee, es gibt kein Entweder, oder? Ich muss hier zurück. Hallo? Ja, sehr gut. Und nochmal. Oh yeah, das ist schön. Dann klettern hier schön die Wände rauf, 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 rauf. Immer schön die Wände rauf. Mit den Händen auf die Wände. Und dann ja, muss ich den Part auch gleich beenden. Ist das traurig? Ja, das ist super traurig. Wir haben ja noch gar nicht so viel von dem Dungeon gesehen. Aber, ich frage mich sowieso gerade, ob ich hier überhaupt weiterkomme im Augenblick. Wahrscheinlich schon. Irgendwie muss ich ja weiterkommen. Da ist eine Truhe, die sehe ich gerade zum ersten Male. Da ist ein Schalterwalter. Uiuiui, es gibt so viele Schalter in diesem Level. Liebe Leute, ich schaue mir das nächste Mal nochmal genauer an. Ich würde sagen, dann ist jetzt erstmal Schluss für heute. Ich danke euch ganz herzlich fürs Zuschauen. Es hat mir großen Spaß gemacht. Ich blicke euch mit meinem Zora-Link noch ein bisschen an. Ich würde euch linken. Ich würde euch linken, aber ich habe viel zu wenig Link. Nein, ich würde euch winken, aber ich habe viel zu kurze Arme. Deswegen sage ich nur Tschüss und bis dann.